Jo Leute, ich habe jetzt auch einen Support-the-Creator-Code. Einfach im Item-Shop unten rechts, zum Beispiel auf der PlayStation, jetzt Viereck drücken, auf dem PC müsst ihr raufklicken, dann Jan in Unit eingeben, annehmen, dann seht ihr oben rechts Jan in Unit. Mit dem Code unterstützt ihr mich mega doll und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, nee, das mache ich jetzt nicht rein, das haben schon so viele drin. Nein Leute, es haben nicht so viele drin und deswegen würde mich das sehr freuen, wenn ihr den reinmacht, dann werde ich nämlich unterstützt und euch kostet das überhaupt nicht mehr. Und der Code läuft alle 14 Tage ab, also achtet, wenn ihr mich unterstützt, auf, dass ihr ihn alle 14 Tage neu eingibt. Korrekt. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe die alte TTT-Map, das ist nicht die ihr hier gerade im Hintergrund seht. Ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich eine TTT-Map gebaut habe. Aber dort hat der Code, also die Map hat nicht ganz funktioniert, weil immer die gleichen Traitor waren. Jetzt ist hier einmal der neue Code für die alte TTT-Map. Falls ihr auf der alten TTT-Map spielen wollt, funktioniert sie mit dem Code wieder richtig. Und jetzt ist hier der neue Code für diese TTT-Map. Die hier funktioniert auch alles richtig. Also den Code, den ich vorhin eingeblendet habe, war der für die alte TTT-Map und den ihr jetzt seht, ist der für diese TTT-Map. Auf dieser TTT-Map gibt es 5 Geheimgänge, die ich euch jetzt nicht zeigen werde, weil die könnt ihr ja selber herausfinden, die Geheimgänge. Und ich finde, wenn ich euch jetzt die Geheimgänge zeige, würde ich auch so ein bisschen den Spaß wegnehmen an dem Herausfinden der Geheimgänge und so. So, das ist der Anfangsraum, wo man spawnt. Auf dieser Map haben die Traitor eine schallgedämpfte Sniper, Impulsgranaten, die blaue schallgedämpfte Pistole und Deagle. Die blaue schallgedämpfte Pistole hat jeder. Die Innocents haben nur eine blaue schallgedämpfte Pistole und die Detectives, also der Detective hat diese Thermalwaffe, eine schallgedämpfte blaue Pistole, einen Busch und Impulsgranaten. Dann habe ich hier nochmal ein kleines Jump'n'Run. Ja, oh, jetzt habe ich Flash Run geschafft. Okay, Starten des Spiels. Dann startet man das Spiel, wenn 4 Leute drin sind. So, und jetzt bin ich... Oh, jetzt ist hier noch keine Kiste. Warum ist hier keine Kiste? Na egal, das hier ist auf jeden Fall der Traitor-Raum. Dann spawnt man hier als Traitor und dann kann man halt sehen, wer noch mit einem Traitor ist. Hier muss ich gleich noch eine Kiste hinmachen, habe ich vergessen. Aber das werdet ihr nicht sehen, merken. Also der Code funktioniert für die Map. Dann geht man hier runter. Und dann wird man sozusagen in die Map geschleudert. So. So, und jetzt sind wir in der Map. Dann gibt es hier halt 5 verschiedene Geheimgänge, die will ich euch jetzt aber nicht spoilern. Die Map ist meiner Meinung nach eigentlich eine ganz coole TTT-Map, weil es auch hier zum Beispiel mit Baumhaus und sowas und mit Eisflächen und so. Also ich finde das ganz cool gemacht. Hat mich auch eine gewisse Zeit gekostet. Da ist dann eine Wasserrutsche. Das ist gut, das ist schon der erste Geheimgang, aber den sieht man halt auch. Da ist eine Rutsche. Ihr werdet dann verstehen, wenn ihr da oben seid, also wenn ihr den Weg nach oben gefunden habt, werdet ihr verstehen, was ich mit Wasserrutsche meine. Und ja, hier ist der Mini-Spawner. Ja, dann spawnen da zum Beispiel Verbände in einem Stuhlkreis. Aber ich zeige euch jetzt nicht die ganze Map, sondern das könnt ihr euch dann ja selber, die Map angucken und sie dann selber spielen. Ja Leute, also hier nochmal der Code für die Map, auf der ich jetzt gerade bin. Ja, folgt mir auf Insta, InsideUnitYT, und lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch diese Map gefällt und wenn ich weitere Maps bauen soll, weil Jungs, das dauert immer richtig lange, sowas zu bauen, und ich würde mich über ein Abo riesig freuen. Die Buddies haben ja auch meine Find-the-Button-Map gespielt, und schreibt mal in die Kommentare, ob ich noch eine Find-the-Button-Map für die bauen soll. Und hier nochmal der Map-Code für die alte TTT-Map, der Code, den ich jetzt einblende, der funktioniert auch. TTT kann man zu dritt spielen, glaube ich. Ja, zu dritt. Es müssen mindestens 3 Leute sein. Also es ist ein Jump'n'Run, das ist auch machbar, Leute. TTT ist so aufgebaut. Es gibt einen Traitor, einen Detective und einen Innocent. Die Innocents und Detectives spawnen in so einer Zelle. Dann öffnet man die Kiste und wenn man ein Innocent ist, bekommt man nur diese Waffe. Wenn man ein Detective ist, bekommt man noch ein Jagdgewehr dazu und noch Impulsgranaten.
Wenn man ein Traitor ist, spawnt man in so einer Zelle. Und dann bekommt man diese Sachen, die ich jetzt gerade in meinem Inventar habe. Eine schallgedämpfte Pistole, eine Deagle und eine schallgedämpfte Sniper und eine Impulsgranate. Ich bin in einer Traitor-Zelle gespawnt. Wenn man ihr das Spiel zu dritt spielt, ist immer einer Traitor, immer einer Detective und immer einer Innocent. Also zu 100%, egal mit wie vielen Leuten ihr spielt, es ist mindestens immer einer Traitor. Mindestens. Es ist immer einer Traitor, immer einer Innocent und immer einer Detective. So, jetzt öffne ich zum Beispiel meine Kiste. Das hier ist der Checkpoint. So. Bam, bam. So. Jetzt habe ich meine Kiste geöffnet. Jetzt laufe ich nach hier hinten. Ach ja, und hier könnt ihr halt sehen, wer mit euch Traitor ist. Weil die alle anderen, die ihr hier sehen könnt, sind mit euch Traitor. Wenn ihr ein Innocent wärt, wären bei euch nur Mauern und ihr könntet nichts gesehen. Also, wenn hier einer wäre, wäre er mit mir Traitor. Wenn hier einer wäre, wäre er mit mir Traitor. Und da wäre er auch mit mir Traitor. So, jetzt gehe ich einmal hier runter. Und jetzt haben wir hier so Büsche gemacht, damit man halt nicht sieht oder in andere Zellen reingucken kann. So, ich werde jetzt ganz kurz erklären, was die Aufgabe von dem Traitor, von dem Detective und von dem Innocent sind. Hier unten sind noch Spawnplätze und alles, aber das zeige ich gleich noch. Die Aufgabe von dem Traitor ist es, die Detectives und die Innocents zu töten mit seinen anderen Traitor-Kollegen, es sei denn, er ist alleine. Dann hat er natürlich das Pech, dass er alle alleine töten muss. Wenn er aber zu zweit ist, kann er mit seinem Traitor-Kollegen sich zum Beispiel in irgendwelchen Gebüschen verstecken und dann unauffällig die anderen töten. Am Anfang, so machen meine Freunde und ich das immer, gibt es eine Minute Schutzzeit, damit man sich hier Verbände holen kann und so weiter, mit dem man sich dann heilen kann. So. Ein Innocent, für die Leute, die es noch nie gespielt haben, ist ein Unschuldiger. Der hat nur die blaue schallgedämpfte Pistole. Jeder Spieler hat eine blaue schallgedämpfte Pistole. Jeder Innocent hat nur eine blaue schallgedämpfte Pistole. Die Innocents arbeiten mit den Detectives zusammen. Der Detective, den weiß jeder, dass es der Detective ist, weil der hat halt ein Jagdgewehr, das er zeigen kann. Und die Innocents und Detectives müssen halt die Traitor töten. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt ja Traitor, aber ich kann auch einfach sagen, ich bin Innocent, weil ich einfach hier zum Beispiel sagen kann, ja, ich habe nur die schallgedämpfte Pistole, ich bin Innocent. Und die könnten es mir jetzt glauben oder sie könnten es mir nicht glauben. Das ist halt denen überlassen. Das heißt, ihr könnt lügen und rumspekulieren, wie ihr es wollt. Das heißt, die Traitor müssen sich unauffällig verhalten und vielleicht irgendwann, am Anfang sind sie meistens immer alle zusammen und irgendwann machen sie vielleicht hier den unauffälligen Zack und weg sind sie. Und dann fragt sich einer, oh ja, wo ist denn Kollege Punkt, Punkt, Punkt hin? Und ja, wenn jemand gestorben ist, darf er nicht reden, weil sonst macht es das Spiel kaputt. Also ihr könnt natürlich spielen, dass er sagen kann, wer euch getötet hat, aber das wäre dann halt ein bisschen unnötig. Um es noch schwieriger zu machen, könnt ihr hier in die Einstellungen gehen, dann drückt ihr einmal R2 für HUD und dann macht ihr Eliminierungsnachrichten aus. Das heißt, ihr könnt unten links im Chat nicht sehen, wer einen getötet hat. Genau. Und bis halt dann das Spiel vorbei ist, kann man sich halt Fragen stellen, zum Beispiel, ja, wo warst du eigentlich, als wir am Anfang im Kreis waren oder so, wenn man halt am Anfang weg war. Macht mega Bock, das Spiel, Jungs. Dann haben wir hier zum Beispiel am Anfang, kann der Detective kann ja zum Beispiel sagen, ja, einmal bitte alle in den Kreis, dann kommt man hier in den Kreis und dann kann man irgendwas besprechen. Und haut rein, Leute, macht euch noch einen schönen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobieren würdet, weil die Map ist bombastisch. Wie gesagt, den Code werde ich einblenden, auch in die Videobeschreibung packen. Und ja, Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, keine Ahnung, wann ich das Video hochlade. Die Map ist bombastisch, probiert sie einfach mal aus. Ich werde da noch ein paar kleine Sachen fixen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Was ich verbessern kann noch an der Map. Und schreibt mal von 1 bis 10 rein, wie ihr die Map findet, wenn ihr sie schon gespielt habt. Und dann einmal könnt ihr noch reinschreiben, wie ihr sie findet vom Optischen her. Dazu müsst ihr ja sie nicht gespielt haben. Da habe ich euch ja gerade eigentlich fast alles gezeigt. Wie gesagt, es gibt immer noch so ein paar kleine Sachen, die habe ich einfach ausgelassen. Und ja, Jungs, haut rein. Ja.
Thank you.